Das ist er, der neue Oberbürgermeister von Böblingen. Frisch eingezogen in sein neues Dienstzimmer. Aber halt, Stefan Belz ist doch schon im Februar 2018 gewählt worden. Und jetzt Ende Juli 2019 erst offiziell OB? Ja, die Oberbürgermeisterwahl in Böblingen wurde angefochten, also die Gültigkeit der Wahl. Und am 3. Mai 2019 hat dann der Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass die Wahl gültig ist. Und damit war dann die Bühne frei, die Amtseinsetzung zu organisieren. Und die wurde jetzt feierlich inszeniert. Mit Glückwunschreden, Übergabe der Amtskette und allem drum und dran. Wie fühlt sich das an, nachdem man schon 1,5 Jahre die Stadt regiert? Es ist schon was Besonderes. Hätte man eine Amtseinsetzung gleich am Anfang gemacht, hätte man viel noch in die Zukunft hinausgeblickt. Und jetzt nach 18 Monaten, also 18 Monate nach der Wahl, kann man schon auf eine Bilanz zurückblicken, was ist eigentlich schon geschehen und kann einordnen, was davon realisierbar ist oder in welcher Form es auch realisierbar ist. Das ist natürlich auch was Einmaliges und von dem her habe ich das als was sehr Positives auch aufgefasst. Tatsächlich ist schon viel passiert. 250 Gemeinderatsbeschlüsse seit der Wahl, große Projekte wie die Schulhaussanierung und die Kita-Offensive wurden gestartet, Konfliktthemen wie Erdhebungen und Schießlärm sind ein großes Stück vorangekommen. Bei der Bevölkerung kommt das an. Was mir sehr gut gefallen hat gestern, man spürt den Rückenwind aus der Bürgerschaft. Also viele tragen diesen Weg, den ich zusammen mit dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung eingeschlagen habe, denn der wird mitgetragen und dieser Rückenwind tut einfach unheimlich gut und motiviert einen auch, genauso weiterzumachen, so engagiert und motiviert. Gut, denn die Arbeit wird ihm nicht so schnell ausgehen. Bis zur nächsten Wahl sind es ja noch 6,5 weitere Jahre.